Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infamous oder Infamous First Light. So, ich habe in den letzten Aufnahmen hier ja alle Bezirke gemacht. Da fehlt zwar immer noch ein bisschen was am Prozent, weil da irgendwas noch unbekannt ist, aber das ist ja egal. Ja. Wir gehen jetzt hier in Gewalt in Seattle. Wir sind auch schon bei 41%, was ja wohl schon dann genug darüber aussagt, wie lange das ganze Ding gehen wird. Ich weiß nicht, warum ich mir das eigentlich markiert habe, weil das ist mir ja sowieso angezeigt. Verstehst du? Gut, dann ist ja alles klar. Dann wissen wir ja alle Bescheid. Wunderbar. So, zack, hier hinspringen. Ich habe eigentlich auch hier aufgehört, aber das macht ja nichts. Starten wir mal die Mission. Nein, ich beschütze ihn. Sag deinen Männern, ich beschütze jeden, der nach Brent sucht. Das wird gehen. Ich schieße, sobald die Sicht frei ist. Ich muss schnell sein. Shane, dein Mann atmet noch. Schön zu hören, dass du das drauf hast, weil gerade noch einer meiner Jungs entdeckt wurde. Ich erledige das. Schick mir seinen Standort. Na gut, dann gehen wir nochmal hin, ne? Ich wollte gerade woanders hin, aber da ist ja nur Neon. Oh nö, uncool. So, da bin ich. Komm schon. So. Geil. Er ist gerettet, dem Himmel sei Dank. Ich brauche jeden nur verfügbaren Mann. Hör zu, wenn deine Jungs entdeckt werden, nutzen wir das doch aus. Schick sie alle zu Olafs Restaurant am Hafen. Ich verstecke mich auf dem Dach und erledige die Akkulas, wenn sie auftauchen. Ja, nicht schlecht. Okay, ich könnte mit dem Truck hinter dem Laden warten. Sobald du losfährst, schnapp ich mir meine Jungs und wir hauen ab. So, den hauen wir mal aufs Maul. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Sehr gut. Ich würde die gerne mit diesem Meteoritenschlag, heißt der so? Keine Ahnung. Würde ich den gerne in die Fresse hauen, aber... Na. Ist gar nicht mal so einfach. Weil dann muss ich ja auch von relativ weit oben relativ weit fallen, ne? Halt gar nicht mal so leicht. Aber es kriegen wir alles hin. Ich muss auch erstmal 10 Geiseln irgendwie retten, ne? Okay. Na dann. Jane, sie sind abgelenkt. Hol deine Jungs raus. Ja, ma'am. Hä? Geh weg. Geh weg. Ping! Es wird fertig. Ping! Ach da. Nee, du willst nicht schießen, mein Freund. Nein. Okay, L3? Meine Jungs sind draußen und gehen die Nebengasse runter. Nicht, dass es jemand bemerkt hätte. Alle Akkulas schießen auf mich. Von mir aus, wenn sie gern Hackfleisch werden wollen, nur zu. Oh Gott. Au, au, au. So, pau. Na, jetzt. Hä, warum ist sie nicht getroffen? Ist doch voll doof. So. Ach, da ist noch einer. Oh, oh. Nein, du willst nicht schießen. Das willst du nicht tun, mein Freund. Das Problem, finde ich, ist immer, die so zu finden, ne? Das ist echt immer nicht so einfach. So, einer... Ne, die sind beide da. Sind deine Jungs okay? Haben sie Grant gefunden? Na, du hast sie schwer motiviert. Zu sehen, wie du auf den Putz haust. Boah, unglaublich, Kleine. Du bist der Sensenmann. Ich bin kein Monster. Ich will nur meinem Bruder helfen. Ohne ihn flippe ich manchmal aus. Dann, werte Dame, hast du Glück. Einer der Jungs, den du gerettet hast, hat gehört, dass ein Akula-Leutnant etwas in Georgetown abgeholt hat. Wenn wir den Kerl auf den Überwachungsbändern finden, können wir vielleicht zurückverfolgen, wo sie Brent festhalten. Hin und wieder bist du schwer in Ordnung. Oh, heißt das, du lässt den Cowboy doch noch den Bullen reiten? Bullen sind männlich. Ach, was soll's.
Also wenn er einen Bullen reiten will, hey. Mir wäre egal. Ja, Mission abgeschlossen, mach hin. Moment, was ist das denn? Was ist das? Passantengeisel. Oh, okay. Oh, na gut, dann retten wir die mal. Ja, ja. Ich weiß zwar nicht, wo sie ist, aber hey, das ist ja egal. So. Jeisel gerettet, würde ich sagen, ne? Jeisel gerettet. Gehört das mit zu dem. Ne. Ne, irgendwie nicht so. Na gut. Ich dachte, das gehört mit dazu, aber nee. Ich höre hier irgendwo rumgeballert. Wo ist das denn jetzt schon wieder? Irgendwo hier wird rumgeballert. Warum wird hier rumgeballert? Sind die ein bisschen blöd oder was? Na jetzt, geh da mal hoch, danke. Bam. Bam. Warte. Ja, das war toll. Das war nicht so cool. War auf eine Granate geflogen. So, du bist weg. So, du bist auch weg. Und irgendjemand ist hier gleich auch weg, du da. Ihr habt vielleicht angefangen, aber ich hab's beendet. So, ein paar Schießereien beendet. Das ist auch so eine Herausforderung. Das ist ja supi-dupi. Und ist auch erledigt. Das sind aber schon andere Sachen wie in dem, Training Center, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Ich denke schon. Naja, muss man mal schauen, ne? So. Baum. Babam. Hallo? Hallo, Fetch. Ich heiße Jenny. Ich arbeite mit Shane. Ich glaube, ich soll dir helfen, einen Akkuladeutrand aufzuspüren. Per Telefon? Wir nutzen die Stadtkameras. Besorg mir deren IDs, dann weiß ich, wo ich die Aufnahmen finde. Ich schicke dir den Standort, an dem unser Mann zuletzt war. Wie bitte? Kamera-ID? Wer bist du nochmal? Jenny, ich arbeite für die Stadt. Und manchmal für Shane. Die ID ist wie ein QR-Code. Du kannst ihn mit deinem Handy scannen. Schick ihn mir und ich durchsuche die Aufnahmen nach diesem Typen. Wir haben ein geniales Gesichtserkennungsprogramm. Das ist unheimlich. Okay, ich bin hier. Suche eine Kamera in der Nähe. Okay, gefunden. Scanne die Kennnummer, dann suche ich die Aufnahmen. Das ist unser Mann. Folge ihm. Wir nutzen einzelne Kameras, um seinen Weg zu verfolgen. Ich kann leider keinen kompletten Systemscan machen, sonst löse ich hier Alarm aus. Nutzen Sie die Kameras, um herauszufinden, wo er langgelaufen ist, okay. Ah, die ist so weit weg. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Na dann, checken wir mal, wo der langgelaufen ist, ne? Wonach suchen wir hier? Und Shane, was hast du mit ihm zu tun? Naja, du suchst deinen Bruder, ich brauchte was anderes. Wenn Shane anruft, helfe ich ihm. Ich muss bloß echt vorsichtig sein hier auf der Arbeit. Verdammt, was hast du gebraucht? Häng dich einfach nicht so tief in die Tür rein. So, mal gucken, ob wir den hier finden. Also wieder zurück. Nee, nichts zurück hier. Okay, die ist außer Reichweite. Der muss er denn hier lang gelaufen sein, weil der ist hier auf jeden Fall reingegangen. Wer ist dieser Kerl überhaupt? Er ist Menschenhändler für die Akkulas. Menschenhandel? Sowas wie Sklaven? Yep. Ich glaube, er frostet ein bisschen. So, ja, jetzt muss ich ja. Jetzt wird's ja lustig. Jetzt muss ich gucken, wo er lang gelaufen ist. Ah. Na, wir probieren erstmal die Kamera aus.
Da sie sich nicht unterhalten. Dann da. Na, da ist auf jeden Fall die Olle, dann wird der bestimmt auch gleich kommen. Okay, die sind einfach weiter geradeaus gelaufen. Okay. Oh, jetzt ist er gejoggt. Jetzt wird's ernst hier. Wird schneller. Glaubst du, sie hat ihn gemerkt? Mach einfach weiter. Sehen wir mal, was aus ihr wird. So. Wahrscheinlich hat sie ihn bemerkt. Okay, dann gehen die eine Treppe hoch. Wo ist diese Treppe? Da. Diese Treppe gehen die hoch. Und dann schauen wir mal, wo die lang gelaufen sein könnten. Da lang. Hier sieht es irgendwie aus wie an einem Tatort. Sind die Männer, die meinen Bruder haben. Die sind hier lang gelaufen. So, Kamera. Ha. Nein, rein gar nichts. Na, dann muss sie ja hier reingelaufen sein, ne? Geht ja nicht anders. So, ne, dann schauen wir mal, wo sie weitergelaufen sind. Schweinen gleichzeitig den Laden dicht. Jawohl. Damit ist diese Mission auch abgeschlossen. Sehr gut. Patch, meine Kundschaft ist in den einen Hinterhalt der Akkulas geraten. Ganz gut. Also soll ich hindüsen und die Trainingsanzüge mal richtig aufmischen, ne? Ja. Es ist mir ein Vergnügen. Sag mir einfach, wo ich hin muss. Oh, und Jenny ist klasse. Ruf sie an, wir haben eine Spur. Und hier ist wieder eine Geisel. Na, dann wollen wir erstmal hin, ne? So. Dann retten wir diese Geisel mal. Hä? Ich wollte schon gerade sagen, was geht denn hier ab? So, jetzt muss ich mal einmal... So, jetzt muss ich einmal kurz husten. Jetzt muss ich mir auch echt noch merken, dass ich das weghauen muss, ey. Hä, was ist denn hier rot? Was ist denn hier bitte rot? Hier ist doch gar nichts. Jetzt muss ich mir das merken. Dass ich das rausschneiden muss, weil ich habe leider nichts zum Schreiben hier. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber naja, gut. That's it, ne? That's it, man. So, jetzt müssen wir gleich mal nach da. Hui. Die Akkulas schlagen zurück. Ist ja wie bei Star Wars hier. Shane, ich sehe hier gar keinen von deinen Leuten. Die Akkulas haben sie verjagt. Sie mussten abhauen. Sie sitzen am Fährhafen. Mit wie vielen haben sie es zu tun? Mit vier. So, willst du wieder...
wieder Sensenmann spielen? Stellst du eine Opferstatistik auf? Ich mache das nur für Brand. Komm schon. Ich habe dir letztes Mal zugesehen. Ein breites Grinsen im Gesicht und Wut in den Augen. Du, was? Ich habe Jungs da unten, die sich hinter einem meiner Trucks verschanzen. Halte sie am Leben, dann helfen sie dir, sobald Jenny das Handy hackt. Dann ziehen wir für deinen Bruder auf den Kriegspfad. Alles klar, ne? Ja, wo sind denn die Feinde? Hey, jetzt mal ohne Scheiß. Sind das die Bösen? Hat mir gar nicht angezeigt, dass, wer ist hier böse und wer ist hier gut, ey. Machen wir es einfach so. So. Du willst nicht schießen, mein Freund. Du willst es nicht. Oh, hier sind viele. Kann ich hier nicht mal meine Singularität eigentlich auspacken? Ich meine, hey. Das wäre schon cool. Boah, ein Schuss und dann gehen die Autos nicht. Krass. Naja, die soll. Was am Arsch, ey? Die sollten mich nicht unbedingt treffen. Kann ich die Singularität auspacken? Ich probier's einfach mal. Naja, wobei es vielleicht ein bisschen zu hoch, ne? Oh ne, passt, alles gut. Gute Arbeit, Killer. Ich sammle die Überlebenden ein. Geh du rüber an die andere Front. Front? Sind wir jetzt etwa im Krieg? Irgendwie schon. Wir beide haben die Waffen gestohlen. Ich bewaffne meine Jungs. Sie fangen an, Türen einzutreten auf der Suche nach Brand. Und die Akulas sind natürlich angepisst. Es ist ein Waffenkrieg. Und du hast ihn begonnen. Gut, ich helfe deinen Jungs. Ach komm schon, sei kein Miesepeter. Wir hauen hier auf den Putz. Wenn Brand wieder da ist, muss unser Arrangement ja nicht. Du und ich gemeinsam. Oh, wir könnten Berge versetzen. Berge aus sehr, sehr profitablen Drogen. Vergiss es, die DUPs sind bald hier. Wenn ich im Curtain K-Gefängnis lande. Die Akulas kriegen langsam Angst. Jede Wette, die setzen meinen Jungs an der Nidel mit allem zu, was sie haben. Gut, je mehr Akulas auf einem Haufen, desto schneller bin ich mit ihnen fertig. Da ist er ja. Mein Engel des Todes. So. Müssen wir natürlich auch mal, ich muss da nach hinten mal gucken. Scharfschützen! Deckung! So. Halt auch nur aufpassen, dass die nicht hinter mir auf einmal stehen, ne? Scharfschützendeckung am Arsch hier, die sind alle weg, da ist ja kein Thema. Was mit ihm? So. Da versteckt sich nur dahinter alles klar, kein Problem, kriegen wir hin. So. Also was wie Granaten oder so kann sie halt nicht schießen, ne? Ein bisschen doof. So, Singularität. Alles klar, dann hier, Bitches. Habt ihr Singularität, ne? Boom. Direkt auch eine Herausforderung abgeschlossen. Ich mache das nur, um meinem Bruder zu helfen. Ich habe keinen Spaß daran. Er und ich, wir tun solche Dinge nicht. Oh, oh, verstehe. Du willst nicht, dass der gute Brand von deinem Wachen nicht erfährt. Dein Sensen mal ich das, auf das ich so abwache. Brand hält mich am Leben und bei Verstand. Wenn Menschen Dinge wie eben sehen, flippen sie aus. Ich kann nicht noch einen aus der Familie verlieren. Also, wenn deine eiserne Selbstbeherrschung deinen Bruder bei dir hält, dann solltest du sie richtig gut festhalten. Jenny hat das Handy des Akulas geknackt und wir wissen, wo sie ihre Geiseln festhalten. Ist das dein Ernst? Wenn du soweit bist, tritt mich vor dem Latte-Au auf der Madison. Es kann losgehen. Das Latte-Au. Die Akulas schlagen zurück. Naja, nicht wirklich. Das war jetzt nicht unbedingt sehr beeindruckend.
Aber Geiseln sehe ich wahrscheinlich auch nur dann, wenn ich in der Nähe bin. Das ist ein bisschen schade. Weil dann sehe ich... Ah, da. Ah, gut. Habe ich direkt eine Geisel gefunden. Das ist doch toll. So, Geisel gerettet. Neon, ich kann Neon entziehen. Na, dann machen wir das mal. Brauche ich zwar nicht, aber hey. Was man hat, hat man, ne? Ich würde gerne... Das mal... Scheiße. So, mal einmal hier hoch. Und dann... Bam! Oh yeah. Ich brauche noch drei Gegner dafür. Cool. 25 Kometenfeier. Bis dann habe ich erstmal 5 nur. Ey. Das ist nicht viel. Aber hier gibt es auch ganz viele Gegner wieder irgendwo. Boah, jetzt wieder Schießereien. Er flipp ich aus. Da ist ja flipp ich aus. Und hat die Schnauze. Irgendwo hier ist eine Schießerei. Wo ist denn die? Da oben? Könnte sein. So, mal schauen. Nee, hier sind nur zwei Leute. Das kann nicht die Schießerei sein. Das wäre ein bisschen magere Schießerei mit nur zwei Leuten, ne? Dein Ernie, du willst gegen mich? Also, nee, jetzt finde ich nicht gut. Hauen die jetzt alle ab? Sind die doof? Na gut, ich meine, wenn der hier runterkommt, dann kann ich mal eben den hier machen. Schließe mal direkt nach eurer... Ist die auch böse? Absolut keine Ahnung. Und die werden mir nicht jetzt böse angezeigt, also ist alles cool. Hä? Wo ist denn der? Wo rennt der jetzt hin? Ist der doof? Kann er mal aufhören mit dem Scheiß? So, hier sind auf jeden Fall noch mehr in dem... In dem Ding hier drin, ne? So. Ist hier noch mehr? Oh, da ist eine Geisel. Ja, wenn das so ist, muss ich mal weggehen, ne? Ciao. La 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 la. So. Sex Geiseln gerettet. Sehr gut. So, dann gehen wir jetzt aber erstmal zur nächsten Mission. Na, die ist ja schon hier.